Und wenn man sich jetzt die deutsche Situation anschaut, beobachten wir, dass an den Schulen, an denen wir arbeiten, die leider sehr, sehr segregiert sind. Das heißt, da sind größtenteils nur People of Color und schwarze Schülerinnen und Schüler, was man schon mit Migrationshintergrund nennt, deren Eltern und Vorfahren aus der ganzen Welt kommen. Und man geht ja davon aus, okay, auf der ganzen Welt, da ist sozusagen dieses Bildungssystem nicht so, wie wir uns es vorstellen, aber hier ist alles super. Wir machen aber leider die Erfahrung, dass es auch im deutschen Bildungssystem ganz oft zu Verstößen gegen die Kinderrechtskonvention zum Beispiel kommt. Dort ist ganz klar vorgeschrieben, dass die Bildung im deutschen Schulsystem und weltweit die volle Entfaltung der Kinder erzielen soll. Die volle Entfaltung der Persönlichkeit, der Fähigkeiten und so weiter und so fort. Und wir sind hundertprozentig davon überzeugt, dass zur vollen Entfaltung der Fähigkeiten gehört, dass man unter anderem auch die Geschichte verschiedenen Gruppen und auch der eigenen Gruppe kennenlernt. In meinem Fall zum Beispiel die Geschichte des afrikanischen Kontinents und der schwarzen Bevölkerung in Deutschland. Davon habe ich in meiner Schullaufbahn nichts gehört. Gar nichts. Schwarze Schülerinnen und Schüler machen im deutschen Bildungssystem eine Erfahrung, die auch ganz viele andere Gruppen machen, dass sie nicht als Normalität gesehen werden in dieser, sage ich mal, vielfältigen Gesellschaft. Ja? Kommen in den Unterricht, schlagen meistens dann irgendwann doch noch ein Schulbuch auf und sind dann nicht abgebildet, weder visuell, noch sind sie abgebildet von den Geschichten, noch sind sie abgebildet in Bezug auf die Vorbilder, die ihnen dort vorgesetzt werden. Und wenn sie dann zu uns kommen, kommen sie in den Raum rein und ihre Augen strahlen, weil sie auf einmal sehen, hier sind so viele Vorbilder aus ihrer Community, die ihre Geschichte erzählen, die Vorbilder für sie sind, wohin sie gehen können in der Gesellschaft, in der Geschichte, aber auch in der Zukunft. Das macht ganz viel mit den Kids. Die werden auf einmal so wissbegierig, das kann man sich nicht vorstellen. Kommen hierher, schlagen ein Buch auf und werden auch gleichzeitig noch besser in der Schule. So. Und jetzt in Bezug auf eine Kritik des deutschen Schulsystems könnte man sagen, okay, das deutsche Schulsystem wollen wir was ganz anderes, also sage ich mal nur außerschulische Bildung. Ob ich davon Freund bin, weiß ich nicht. Ich denke, wir brauchen das auf jeden Fall für uns und für viele andere Communities. Was wir aber noch viel mehr brauchen, ist, dass dieses Schulsystem den eigenen Ansprüchen gerecht wird, nämlich menschenrechtlichen Ansprüchen. Das heißt zum Beispiel im Sozialpakt ganz klar, dass sich das Schulsystem und die Lehrpläne auf die Schüler einstellen müssen, auf die neue Vielfalt der Schüler einstellen müssen, auf eine veränderte Gesellschaft einstellen müssen. Das sind die sogenannten 4 A's. Ja? Und wenn wir dem schon mal gerecht werden würden, dann brauchen wir gar nicht, was weiß ich, nur außerschulische Bildung, nur Projekte, sondern können all diese Perspektiven in die bestehenden Strukturen einfließen lassen. Die Frage ist nur, ob wir das wirklich wollen und wenn wir es wollen, ob wir es wirklich durchziehen, weil das kostet ganz, ganz, ganz viele Ressourcen, sowohl finanziell, aber auch vom Herzen. Also da müssen wir noch einen langen Weg gehen als Gesellschaft, dass wir uns im Bildungssystem auf die neue Vielfalt, die absolute Normalität schon ist, aber die auch abgebildet werden muss, einlassen. Und hier machen Schülerinnen und Schüler eine ganz andere Erfahrung. Die kommen mit strahlenden Augen rein, sehen die Bücher und merken, okay, ihr Leben ist Normalität. Auch in dieser Gesellschaft, dass sie in jedem einzelnen Buch Vorbilder finden, die ihnen im normalen Lehrplan so nicht gegeben werden. Und da machen wir so ein neues Angebot.